alle zusammen. Wir sind heute mal in Höfelsberg im Eichsfeld unterwegs und da nehme ich euch jetzt mal mit. So, jetzt gehen wir mal zur Wallfahrtsstätte hoch. Da wollen wir jetzt mal hin. Genau, so ist es. Das ist die Vorwegweiser und ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber es ist eine traumhafte Gegend hier. Ja. Und jetzt geht das hier schön berghoch, aber das seht ihr ja. Aber das ist ja im Eisfeld normal, dass es berghoch und bergrunter geht. Eine wunderschöne Landschaft ist das hier. Ja, das ist mal was anderes als wie immer in Erfurt an der Gera lang. Bergauf. Ja, nützt ja nicht. Wir wollen uns ja da irgendwas angucken. So, hier sind jetzt noch so ein paar Rundwege angezeigt. Ja? Hier, guck mal, da steht es dran. Höfelsberg, Rundweg 2, 60 Minuten. Hier geht er so ein Singletrail runter. Ding stehen. Jetzt geht es hier die Serpentin noch hoch. Also bis Donnerf müssen wir noch. Das sind noch ein paar Höhenmeter. Und es geht natürlich weiter berghoch. Seht ihr hier. So, jetzt sind wir diesen Berg erstmal hochgekommen. Oh, wenn man das nicht gewöhnt ist, da ist man ganz schön am Pumpen. So, jetzt sind wir hier oben in der Anlage. Jetzt sind wir hier am Franziskanerkloster. Nicht verwechseln mit dem Bier, was es da gibt. Das ist ein Megakreuz, aber dafür ist ja das Eisfeld bekannt. Ja, danach haben wir dann eine schöne Fernsicht. Bitte, was sagst du? Nach Hessen rüber, ja? Nee, das ist Erzgebirge. Hessen ist auf der anderen Seite. Okay, alles klar. Wir gehen mal hier ins Eisfeld. Wir haben nämlich so einen kleinen Reiseleiter heute mit, der uns ermöglicht hat, diese tolle Tour zu machen. So, jetzt haben wir mal Blick nach Hessen hier. Wir haben auch so eine Informationstafel oder Geländeüberblick. Das haben sie jetzt hergestellt, da sieht man dann immer alles. Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, da hinten fließt auf jeden Fall der Werra. Und jetzt geht es hier wieder runter. Wanderwege gibt es hier genug, das seht ihr ja. Sind wir hier in Pfaffschwende im Eichsfeld und da drüben ist die zweite Grenzkompanie Pfaffschwende, wo der Didi von 1971 bis 1972 im Frühjahr gedient hat. Hier seht ihr das Objekt und das versuchen wir uns jetzt anzugucken. Das gucken wir uns jetzt an. In der Grenzkompanie drinnen. Jetzt sind wir in unserer zweiten Grenzkompanie von Schmidt. Hier sind wir jeden Tag vergottert worden. Das ist gemalt. Hinter der Tapete entdeckt. Ja, ja. Aber das wurde wie die neue
Ja, das haben die alles in der Tapete entdeckt. Wie gesagt, wir sind in der Grenzkompanie drin. Ja, guck mal. Ja. Das sind noch die alten Fenster. Da unten sind noch die alten Elo-Garagen. Und jetzt ist es angefangen zu schütten. Jetzt sind wir hier an der Grenzkapelle zu Keller. So, das ist jetzt alles, wo ich jetzt laufe, das ist alles Kolonnenweg. Der geht dann hier runter weiter. Also ich bin jetzt noch in Thüringen und der Titi geht immer schnell in den Westen. Der Titi geht schnell in den Westen. Er ist schön in Hessen. So schnell geht das hier. Und hier war der 6 Meter Stein, gell? Von hier nach hier bis hier hin ist der 6 Meter Stein. Hier geht ein Stacheldraht lang. Und der Baum steht schon in Hessen. Und die Natur hat sich in den 35 Jahren alles wieder zurückgeholt. Weil diese Bäume und diese Bäume, die gab es noch nicht vor 35 Jahren. Weil das Gelände musste ja eingesehen werden. So, und jetzt sind wir hier auf den 6 Meter Streifen. Also soweit, wie man das hier noch alles sieht. Wieder solche Wanderwege hier ausgeschildert. Ja, schon oft. Deswegen sind wir ja hier. Jetzt haben wir hier so eine wunderschöne Aussicht. Nach Hessen rüber. Nach Hessen rüber, sagt der Chef gerade. Nicht der Chef, unser Reiseleiter. Wir haben hier so eine Sitzgelegenheiten oder ein paar Bänke. Und natürlich haben wir auch was zu naschen mit. Darf ja nicht fehlen. Ausnahmsweise mal. Ja, machen wir mal einen Blick in die Kapelle rein. Und das hier, was jetzt hier entstanden ist, nach der Wende, ist entstanden von Leuten, die vom Keller... Das seht ihr mal, wie das hier so schön Berg runter geht. Au, idyllisch ist das alles hier. Ja. Noch so ein kleiner Erinnerungsstein. Und dann haben wir noch eine kleine Überraschung. Da
Kumpel, möchte da noch mal was sagen. Der war ja hier bei der Grenzkompanie. So, hier an dem Baum hatten sie mich mal erwischt. Zum Glück hatte ich auch mal einen Hund mit und mein Hund hatte mich geweckt gehabt, sonst wäre ich 3 Tage nach Mühlhausen in den Knast gekommen. Aber leider, oder zum Glück hatte ich Gott einen Lebensretter, einen Hund. Ja. Rex hieß der. Beim Streifendienst hier am Baum eingepennt, auf Deutsch gesagt. Sagen wir das mal so rum. Was jetzt genau sieht, da hinten, das ist der, da kommt der Kolonnenweg runter. Aber ich glaube mal, das sehen wir jetzt mit dieser Kamera nicht. Wie gesagt, da oben ging dann wirklich die Grenze lang. Ich bin jetzt mal ein Stückchen den Kolonnenweg runtergelaufen. Da geht dann hier oben weiter rum. Und da oben ist dann die Kapelle, damit ihr das mal seht. Alles klar. Machen wir eine schöne Aufnahme von der Landschaft. Ich weiß nicht, ob man das so sieht hier, weil es hat ein bisschen angefangen zu nieseln. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen ranzuhalten. Vielleicht könnt ihr es doch ein bisschen lesen. Der Berg dahinter ist der Greifenstein. Der Fleißheder so ein bisschen. Wir befinden uns hier auf der Höhe Braunrot. Das ist allerdings schön in Hessen. Wir sind jetzt mal wieder in die alten Bundesländer. Genau. Aber das geht hier rüber und rüber. Hier sind wir im Westen. Hier sind wir in Hessen. Sie machen nichts, gell? Ja. Das Popult, das hätten wir uns auch schon rausgezogen. Ja, klar. Guck hier, die ganzen Stände liegen. Unser Dorf soll schöner werden, das kenne ich doch irgendwo den Spruch. Was hier wieder für die Nähe gesetzt haben. Wir gehen hier wieder bei Edeka rein, ja? Ja, ja. Wir gehen auch in Winfried, komm mal. Ja, das gibt bestimmt welche, die haben die Wände nicht verkraftet. Ja. Na, komm, du hättest auch nicht verkraftet, ja? Ja, es gibt viele, die haben die einfach nicht verkraftet. Oh, Wahnsinn. So, wir fahren jetzt immer an der Werra lang. Die sieht man zwar von hier aus nicht, aber die da hinten da macht sie ihre Runde. Meine Guten, ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen gefallen, wo wir da unterwegs waren im Eichsfeld und in Hessen. Ich bin jetzt wieder zu Hause bei mir in der Wohnung. Bin gerade dabei, die Bilder auszuwerten. Und wem das Video gefallen hat, der kann den Daumen nach oben machen. Wem es wieder nicht gefallen hat, der macht einfach unten den Daumen. Und sonst abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, euer Morgadomi.